Und damit herzlich willkommen zu FIFA 23. Und ich würde sagen, ich nehme erstmal den Trainer-Nationalposten von Schottland an, denn ich habe Bock. Unsere Aufgaben sind bei der WM sich ja, die WM zu qualifizieren und die Europameisterschaft Runde der letzten 16 zu erreichen. Und ich würde sagen, das probieren wir aus. Man kann ja immer wieder kündigen oder ich glaube, man kriegt auch andere Angebote, während man Nationaltrainer ist. Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir an. Und danach gehen wir gegen die Tabellenspitze Nürnberg im Duell entgegen. Mal gucken, wie das überhaupt ist. Kann man das jetzt sehen irgendwie hier? Okay, dann haben wir das jetzt hier, aber derzeit können wir nichts machen. Egal, wir gehen jetzt erstmal in die Pressekonferenz. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Danke für Ihre Fragen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Weil Formschwankungen hat ja jedes Team, also alles gut, würde ich sagen. So, wir sind Zweiter. Chance auf Platz 1 haben wir zwar immer noch nicht, aber wir können den Abstand erweitern. Gegenüber den Hannover 96. Dann würde ich sagen, let's go. Wir könnten aber auch noch rausfliegen. Das ist halt auch das Ding. Ich lasse das alles so, wie es gehabt ist. Und ja. Das mal jetzt übersprungen. Manche Sachen lasse ich da, weil ich glaube, wir haben nicht alle Cutscenes gesehen. Deswegen lasse ich die mal noch ein bisschen mit drin, weil ich finde die schön tatsächlich. Und Schottland habe ich mich halt entschieden, weil Schottland mit England einer der ältesten Nationalmannschaften im Fußball ist. Das finde ich sehr cool. Und warum nicht mal was anderes? Außer mal diese Top-Mannschaften, die man hat. Ich hätte mich auch gerne für Rumänien entschieden, aber Rumänien ist ja weggegangen, leider. Hat er mich gerade getunnelt? Das wäre frech.
Na gut, geht ja schon gut los. Na, und Nürnberg hat ja keine Niederlage bisher gehabt. Das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht ändern. Super gut verteidigt, ne? Aber da sieht man schon wieder Yatta und Dompe einfach unverzichtbar für den HSV. Okay, die sind echt hart da hinten am Verteidigen. Okay, das, was meine Verteidigung hier gerade abzieht, finde ich nicht so geil. War zu spitz, leider. Super zugestellt von Ramos. Gucken, Afif. Nee. Schade, 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 Schokolade. Und man merkt schon, die sind schon knackiger. Oh, nein, Pfosten. Oh, schwierig, ne? Aber man hat schon gesehen, der wollte gerade faulen. Den Foul hätte ich ziehen müssen. Wo auch immer der hingehen sollte. Eigentlich wollte ich direkt in die Masse reinschmeißen, aber okay.
Den habe ich mir jetzt mal gezogen hier, die gelbe Karte für den Jungen. Das lasse ich mir nicht auf mich setzen, doch. Jau! Oh, das wäre geil gewesen, hätte er ihn angenommen, aber leider hat er es nicht. Oh. So, meine Riesenchance jetzt hier Freistoßtor, das erste zu erzielen. Knapp, knapp. Ich hätte noch ein bisschen mehr nach links und weniger Kraft, dann wäre er da drin gewesen. Oh, war zwar quergelegt, aber anders ging das halt nicht. Ne? Also, ja, Hauptsache das 1-1 rausgeholt vor der Halbzeit. Für den Hamburger SV, die Nummer 23, Jonas Meffert. Ah, schade. Ecke? Okay, komisch, habe ich gerade nicht gesehen. Nürnberg ist schon knackig, ne? Da steht das Ergebnis 1-1. Unentschieden wäre ich auch komplett zufrieden. Weil, ja, ne? Also ich war überlegen, vielleicht Glatzel und Körnerbach rauszuwechseln, weil die gefallen mir tatsächlich irgendwie heute nicht. Aber ich weiß nicht.
Das war ja richtig abgekatert. Super. Und ich glaube, Benes hat das auch eingeleitet, ne? Interessant, dass der dann auch noch Torschütze war. Boah, Alter. Das ist ja mega belastend. Das ist ehrlich gesagt schon traurig. Ah, Dompe habe ich gar nicht drin. Das ist blöd. Da hätte ich Dompe gerne mit drin gehabt. Aber ist nicht so schlimm. So, ich habe die beiden jetzt mal gewechselt, weil die sind mir nicht so gut aufgefallen. Deswegen muss da mal ein Wechsel ran, ne? Und ich sehe schon wieder die Spielernamen nicht. Also ich weiß nicht, was es ist. Und die hatten doch gerade erst einen Patch gemacht. Also, I don't know, ob das ein Bug ist oder nicht. Es ist, nervt halt einfach nur. Aber es kommt so alles, ja. Okay. Warum nicht? Warum einfach nicht probieren? Sein erstes Tor. Finde ich cool. Hätte ich nicht gedacht. Das gibt's einfach nicht. Hä? Alter, das gibt's nicht. Mach ich ein Tor, machen die ein Tor. Was soll das denn?
Das war ja aber ein ordentlicher Schlenzer. Warum Gonzalez da nicht hingegangen ist und warum der nicht zu Jatta gegangen ist, verstehe ich auch nicht. Das ist peinlich. Das ist ja mal richtig peinlich. Okay, Torwart hat Feierabend. Kann man mal machen. Vielleicht sollte ich mal Torwärter auch mal auswechseln und das mal einführen. Was ist denn jetzt los? Haben die Lack gesoffen? Oha. Ja, komm. Ja, da hat mich eh auch. War heute nicht sein bestes Spiel. Ich frage mich ja immer noch, wie das ist mit der Auswechslung, weil wir haben doch bestimmt hier schon 6 Leute ausgewechselt, was da jetzt das Minimum ist. Ja, 11 Meter? Den schieße ich nach innen hier, pass auf. Kein Elfmeter, nochmal eine Freistoßchance. Mal gucken. Pfosten, es gibt's einfach nicht. Warum? So, hab jetzt mal auch Verteidiger, glaube ich, als Stürmer mitgemacht. Komm schon, 2 Tore, das kriegen wir noch hin. Ja, genau. Jetzt hält der Torwart alles, wa? Was ist denn jetzt los? 2-mal Aluminium? Das gibt's doch gar nicht.
noch ein Tor und dann haben wir zumindest einen Unentschieden. Och, Mann. Ah, naja. Unsere erste Niederlage seit langem. Passiert mal, ne? Also kann auch passieren, dass er auch der Tabellenführer. Aber wir haben uns einen, der auch schon echt dumm angestellt. Ja, schwierig. Aber natürlich haben wir auch 4 Tore gemacht, ne? Das ist halt auch was. Ganz normal, ich bin trotzdem glücklich, wenn wir die Top 3 bleiben, weil dann haben wir, glaube ich, die Relegation für die erste Bundesliga. Wir haben auch Fehler gemacht, das muss man einsehen. Besonders Verteidigungsfehler. Ich danke Ihnen. Vielleicht war das auch meine Schuld, dass ich zu selbstsicher in die Partie reingegangen bin. Ja, blöd. Blöd gelaufen. Gruppenphase. EM-Quali. Nice. Okay, dass Spieler auch mal so auch antworten können, das ist krass tatsächlich. Ja, ich würde sagen, ja, dieses Mal läuft es halt besser. Oh, bester Vorlagengeber, Dompe, den werde ich auch wieder reinsetzen tatsächlich. Also in der nächsten Folge werden wir erstmal gegen Ungarn spielen, so wie ich das sehe. Okay. Konnte ich die nicht trainieren, die Mannschaften? Naja. Oh, Ziele sind gefährdet, geschmerdet, da. Was, also, na, solange wir zwischen 80 und 90 sind, das eigentlich alles gut, würde ich sagen, ne? So, aber in der nächsten Folge spielen wir gegen Ungarn, unser erstes Länderspiel tatsächlich. Na, EM-Quali. Ich bin sehr gespannt.